Bestattung unter Bäumen. Neueröffnung eines Friedhains. Am Samstag wurde in Abbenrode eine bedeutende Neuerung in der Bestattungskultur eröffnet. Ein Waldfriedhof, der als Friedhain bekannt ist. Diese naturnahe Bestattungsart bietet eine nachhaltige und harmonische Alternative zu traditionellen Bestattungsformen und markiert einen bedeutenden Schritt in der Evolution der Friedhofskultur. Der Friedhain in Abbenrode entstand aus dem ehemaligen Friedhof und wurde zu einem Ort des Friedens und der Ruhe umgestaltet. Das Besondere an diesem Friedhain hier in Abbenrode ist, dass es schon jeher ein Friedhof war, der aber über die letzten 100 Jahre im Schlaf lag. Also wir haben ihn sozusagen aus dem Schlaf geborgen und wieder zu Leben entdeckt, wieder erwacht und haben jetzt natürlich einen super alten Baumbestand, den wir dafür nutzen können, um Urnenbeisetzungen am Baum zu gestalten. Die Bestattungen im Friedhain erfolgen unter Bäumen, auf speziell dafür angelegten Rasengräbern für Särge und Urnen. Diese naturnahe Art der Bestattung bietet den Wunsch nach einer umweltfreundlichen Beisetzung mit dem Bedürfnis nach einem friedlichen, natürlichen Umfeld für die Verstorbenen. Das Besondere ist, dass wir dem Lebenslauf der Natur folgen, also so wie wir Menschen auch einen Lebenslauf haben und unterschiedliche Zeiten erleben, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, so kann das jetzt auch in der Natur wieder empfunden werden. Und Mensch und Natur kommen sich damit auf eine ganz besondere Art und Weise sehr nahe. Also es dürfen natürlich keine eigenen Dinge mitgebracht werden, aber die Natur schmückt ja das Grab in einer besonderen Art und Weise. Denn im Frühling erwacht der Wald und gerade die zahlreichen Rhododendron blühen im Frühsommer und schmücken dem Wald dann in einem lila, rosa hinein. Und dann im Herbst wissen wir selber, wie wundervoll die Blattfärbung einen Wald ganz anders schmücken kann. Der neue Friedhain ist nicht nur ein Ort des Gedenkens, sondern auch ein Raum, der die Natur in den Mittelpunkt stellt. Durch die Integration in den bestehenden Wald wird das Bestattungsareal zu einem Teil des ökologischen Gleichgewichts. Die speziell ausgebildeten Arbeitskräfte, die in den Friedwäldern tätig sind, sorgen für die Pflege und den Erhalt des Waldes. Dies unterstreicht die Naturfreundlichkeit und Nachhaltigkeit des Friedhains. Es dürfen alle Menschen ihre letzte Ruhe finden. Also es ist ein überkonfessioneller Friedhain. Es ist nicht an das reguläre Christliche gebunden, sondern es ist offen für alle und auch offen für alle außerhalb von Abbenrode. Also ein kleiner Bestandteil wird für die Abbenröder blockiert bleiben, denn sie wollen ja auch in ihrem eigenen Dorf bestattet werden. Aber sonst ist es offen für jedermann. Diese Art der Bestattung bietet den Angehörigen nicht nur einen Ort der Ruhe und des Gedenkens, sondern auch die Möglichkeit, sich auf eine Weise mit der Natur zu verbinden, die in der menschlichen Kultur verwurzelt ist. Der Friedhain in Abbenrode symbolisiert den harmonischen Einklang zwischen Mensch und Natur und schafft einen Ort, der sowohl für die Lebenden als auch für die Verstorbenen von bleibender Bedeutung ist. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier deutlich geringer als bei traditionellen Friedhöfen. Die Gebühr für das Grab liegt bei 290 Euro für 20 Jahre. Dazu kommen aber jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühren, die je nachdem im Moment bei 20 Euro im Jahr liegen. Also ein relativ moderater Preis im Vergleich zu anderen letzte Ruhestätten, die es in der Umgebung gibt. Und dann natürlich auch gerne ehrenamtliche Helfer, die sagen, unser Wald soll so schön bleiben, ich engagiere mich darüber hinaus. Die Eröffnung des Waldfriedhofs ist ein Schritt zu einer zeitgemäßen und umweltbewussten Bestattungskultur, die sowohl ökologische als auch emotionale Aspekte berücksichtigt. In Abbenrode findet die Tradition des Gedenkens in einem neuartigen und nachhaltigen Rahmen statt, der den Anforderungen der modernen Gesellschaft entspricht und gleichzeitig der Natur Respekt zollt.